Herr Krüb, vielen Dank, dass Sie ein kurzes Interview mit uns über die Enzyklika Laudato Si führen. Gerne. Zuerst einmal die Frage, wie sind Sie auf den Text aufmerksam geworden? Naja, wenn man Sozialethiker ist, muss man natürlich ein bisschen mitverfolgen, was da an Texten produziert wird. Deswegen wusste ich, dass das in Arbeit ist. Und ich wusste dann auch, wann es ungefähr erscheinen würde und habe es auch gleich am selben Tag noch gelesen, weil es zu unserem Job gehört, dann relativ schnell auch dazu Stellung zu beziehen. Und dann sofort die Frage, was ist Ihre Stellungnahme? Also was sind für Sie Grundaussagen? Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil es wirklich ein drängendes Problem aufgreift. Am meisten hat mich berührt die Aussage oder die Aufforderung, dass die Menschheit von heute endlich ihre Verantwortung wahrnehmen muss, um das Problem des Klimawandels in Angriff zu nehmen und die notwendigen Schritte einzuleiten, also Dekarbonisierung und so weiter. Ich hatte große Sorge, dass die Klimaskeptiker vielleicht doch zu großen Einfluss nehmen könnten auf den Text. Das war nicht der Fall. Und auch andere Gefahren, die ich gesehen habe, also sozusagen Pressure Groups, innerkatholische Pressure Groups, die versucht hätten, da was durchzusetzen, die konnten sich einfach nicht so durchsetzen, wie man befürchtet hatte vorher. Und da war ich dann sehr erleichtert drüber. Wunderbar. Und wie würden Sie die Wirkung der Enzyklika beschreiben? Das ist natürlich sehr schwer, so eine Wirkung wirklich zu messen. Ich hatte den Eindruck, dass sie vielleicht doch auch etwas Einfluss genommen hat auf die Klimakonferenz in Paris, also zu deren relativem Erfolg beigetragen hat. Es hat ziemlich viele Diskussionen in der Öffentlichkeit gegeben. Manchmal denke ich, außerhalb von Kirche ist sie stärker wahrgenommen worden als innerhalb der Kirche. Sie könnte sicher auch noch sehr viel stärker wahrgenommen werden und umgesetzt werden. Ich finde, es ist ein sehr wertvoller Text. Da gibt es noch Luft nach oben sozusagen, aber man stelle sich vor, sie wäre nicht geschrieben worden, wir würden sie sicherlich vermissen. Und noch eine Frage, einmal, Sie sagten gerade Umsetzung, was würden Sie sich wünschen, was vielleicht noch passiert? Also einmal innerhalb der katholischen Kirche vielleicht, wie der Text umgesetzt wird oder seine Aussagen? Also ich würde mir wünschen, dass die katholische Kirche noch deutlicher sich in der Öffentlichkeit positioniert zu dem Thema, dass auch mehr Initiativen bei den Katholikinnen und Katholiken entstehen, um das Thema Klimawandel in die Öffentlichkeit zu bringen und entsprechende politische Maßnahmen mit durchzusetzen. Da müsste es eine richtige Bewegung von unten geben, in Kooperation natürlich mit anderen Gruppen in der Gesellschaft. Aber damit das glaubwürdig sein kann, eine solche Initiative von Katholikinnen und Katholiken und auch der Amtskirche, müssen die natürlich selber mit gutem Beispiel vorangehen. Es sollte kein kirchliches Gebäude geben, ohne Photovoltaikanlage auf dem Dach. Es sollte kein kirchliches Tagungshaus geben, das einfach selbstverständlich Fleisch als Standardgericht anbietet, sondern man sollte vegetarisch essen und vielleicht für diejenigen, die unbedingt noch Fleisch essen wollen, anbieten, dass sie das ankreuzen können bei der Anmeldung. Also ich meine, da kann man sich viel überlegen. So viele kleine Schritte könnten noch unternommen werden, dann wäre die Kirche natürlich glaubwürdiger. Noch eine letzte Frage. Wie sehen Sie die Rolle des Papstes an sich? Wie trägt er dazu bei vielleicht? Ich glaube, dass der Papst eine ganz große Rolle spielt. Er ist ein Mensch, der sehr dialogbereit ist, der sehr offen ist, der Probleme auch nicht verdrängt, nicht beiseite schiebt, sondern an sich heranlässt, der auch innerkirchlich Diskussionsprozesse eröffnen will und der vor allen Dingen eben nicht in erster Linie die Interessen der Kirche als Institution im Auge hat, sondern die Kirche als dienende Kirche versteht. Die Kirche hat wirklich eine Aufgabe heute, der Menschheit zu dienen und der Zukunft der Menschheit zu dienen. Und da habe ich den Eindruck, dass der Papst da die richtigen Weichen stellt. Leider tut er sich auch schwer, sich innerhalb seiner eigenen Kirche durchzusetzen. Herzlichen Dank. Gerne.